Ein ganz herzliches Willkommen heiße ich heute den Christian Scheel und der liebe Maxim Klapf. Die beiden kenne ich schon sehr lange, den Christian Scheel schon sehr lange. Wir haben uns über Web3 NFTs kennengelernt. Er war auch ein Zuhörer meiner Talks und daraus ist mittlerweile eine sehr große Freundschaft entstanden und auch einige Projekte, die wir gemeinsam erstellt haben. Der Maxim Klapf, den kenne ich seit einigen Monaten. Der hat mich dabei unterstützt, das NFT-Projekt von meinem Sohn mit meinem Sohn gemeinsam umzusetzen. Aber am besten, lieber Christian Scheel, fangen wir mal mit dir an. Stell dich mal selber vor, wo kommst du her, was machst du, was ist deine Motivation im Web3-Space und genau, herzlich willkommen, schönen Mittag. Ja, vielen Dank, lieber Martin, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ja, wer bin ich, wo komme ich her, was treibt mich an? Christian Scheel, bin 50 Jahre verheiratet, habe zwei Kinder, wohne in Wuppertal, in Nordrhein-Westfalen und ja, bin so im Februar letzten Jahres in diesen Space, sagt man ja, eingestiegen. Beschäftige mich aber schon seit über 30 Jahren mit dem Thema Geldanlage und Versicherungen und Finanzen und habe mich da vor 10 Jahren mal mit einer eigenen Firma, der Zukunftspunkt Finance, selbstständig gemacht, weil ich halt dachte, das muss alles ein bisschen digitaler, schneller, transparenter halt möglich sein. Aber in großen Unternehmen solche Ideen alle umzusetzen, hat sich als recht schwierig herausgestellt. Umso größer, umso schwieriger. Deswegen habe ich gedacht, ich fange das auf dem weißen Blatt Papier 2013 mal ganz von vorne an. Was treibt mich an im Thema NFTs? Letztendlich wollte ich wissen, wie diese Technologie funktioniert. Also ist das eine Asset-Klasse? Ja oder nein? Weil es ist ein unregulierter, wir sagen grauer Markt. Im Endeffekt wird dazu, ist es überhaupt eine Kapitalanlage? Ja, nein. Mhm. Ich bin deswegen da tief eingetaucht, um das herauszufinden und habe mir da so mein Bild oder meinen Eindruck jetzt würde ich sagen, halt mit bilden können. Ja. Mhm. Super. Dankeschön, lieber Christian. Ja, lieber Maxim, stell dich auch am besten auch selber vor. Wo kommst du her? Du bist noch Student. Ich schimpfe jeden Tag mit dem Maxim, dass ich meine Abschlussarbeit fertig mache. Weil ja, der Sommer ist da und es warten schon das eine oder andere Folgeprojekt jetzt auch. Lieber Maxim, herzlich willkommen und stell dich am besten mal selber vor, wo kommst du her, was treibt dich an, was fasziniert dich an der Blockchain-Technologie? Schönen Mittag, lieber Maxim. Genau, dann würde ich mich auch nochmal für die Einladung bedanken. Ich bin der Maxim Klapf, ich komme aus der Nähe von Dachau, das ist so genau die Mitte von Augsburg und München eigentlich. Und ich bin aktuell Student an der Hochschule Mittweida. Ich studiere Blockchain und DLT, Distributed Ledger Technologies. Genau, ich brauche jetzt noch meine Masterarbeit, wie der Martin ja schon gesagt hat. An der bin ich gerade dran. Genau, wie ich auf das ganze Thema gekommen bin, ich glaube, da ging es relativ vielen so. Während Corona kam dann ein bisschen doch die Langeweile hoch und dann habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut, was man dann vielleicht noch studieren könnte, weil ich habe einen BWL-Bachelor gemacht und wollte dann eben nicht mehr meinen Master machen. Habe mir dann überlegt, mehr so in die Informatik-Richtung zu gehen. Bin dann eben auf dieses Thema Blockchain gestoßen oder auch Ledger eben. Und habe mich da dann irgendwie ja, drin verloren, bin ins Rabbit Hole reingefallen. Genau, und da hat meine Reise dann praktisch angefangen und jetzt eben noch die Masterarbeit. Mhm. Genau, ich bin noch 27 Jahre alt, also noch nicht ganz so alt, aber doch schon etwas fortgeschrittener, könnte man sagen. Das klingt aber spannend. Wie gesagt, du warst ja schon auch beteiligt bei einem großen NFT-Projekt letzten Jahres bei der Fotografie. Mhm, genau. Du hast ja genau gemeinsam mit dem Andreas Berghammer die Smart Contracts erstellt. Kannst du uns einmal ganz kurz ein bisschen eintauchen, weil ich finde, dieses Projekt war ja auch wirklich auch ein Vorreiterprojekt, auch im Kunstbereich.
dass er auch wirklich einen Mehrwert geschaffen hat, weil heute das Thema ist so ein bisschen Mehrwert, sinnvolle Use Cases im Web 3, NFT-Space, digitale Assets quasi, was es da für Möglichkeiten gibt. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen ganz kurzen Einblick geben, wie es dazu zustande gekommen ist und vielleicht das Projekt ganz kurz in zwei Sätzen erklären. Mhm. Kann ich machen. Genau, also die Fotopia war damals, hat Andi eben die Betreuerin von der Fotopia gekannt und der hat dann eben vorgeschlagen, dass man nicht vielleicht mal ein NFT-Projekt umsetzen kann. Und das haben wir auch ja, relativ gut hinbekommen. Wir hatten, ich glaube, über 18.000 NFTs, die gemintet wurden und auch ziemlich hohes Volumen dann. 38 ETH waren es, glaube ich, auf OpenSea nach ein paar Tagen. Mhm. Und genau, es waren einfach Bilder von 16 Künstlern, die man mhm. sich binden konnte. Die waren am Anfang so verschleiert, also man konnte noch nicht sehen, welches Bild man bekommt. Mhm. Und nach der Messe wurden die dann eben revealed und man konnte eben sehen, welchen Künstler oder welches Bild man bekommen hat. Okay, also war das nicht damals ein Freemint auch am Anfang? Genau, genau. Okay. Man konnte einfach zu uns an den Stand kommen. Da haben wir sogar mhm. dann die Gas-Fee übernommen. Aber man konnte auch über die Webseite ganz normal binden, einfach. Man musste nur Gas zahlen daneben. Okay, da waren ja, wie gesagt, 18 Künstler, Fotografen, André Wagner, Rainer Hosch, genau. Dennis Schmelz, eine sehr bekannte genau. Deutschsprachige Künstler auch. Ja, war spannend. Wie viel hast du gesagt? 38 Is wurden danach eingenommen auch? Wurden gehandelt. Also wurden gehandelt, weil eingenommen wurde ja nichts. Das sollte ja mehr so Awareness. Genau. Ein bisschen aufrufen. Genau, einmal, was mich erinnern kann, also im Gespräch, eben da wirklich mal einen neuen Standard eben zu setzen in diesem mhm. Bereich. Genau. Super. Ja, spannend. Ja, Christian, wir unterhalten uns ja sehr viel und wir sehen ja auch oder wir diskutieren ja eben sehr viel auch über sinnvolle NFT-Web3-Projekte. Ja, wir kommen immer mehr dazu, dass, ja, warum sollte man sich mit Bored Apes und CryptoPunks irgendwie auseinandersetzen, wo man vielleicht nicht so wirklich einen Bezug dazu hat oder wo das vielleicht ganz weit weg ist oder wo das Investment irgendwo bei CryptoPunks momentan eh nur unter Anführungszeichen bei 40 Is oder so liegt. Wie siehst du das? Ich weiß, dass du das sehr kritisch siehst, aber nimm uns da vielleicht ein bisschen mit, wo du zukünftig so Web3-NFT-Projekte einfach siehst, die Mehrwert schaffen oder im deutschsprachigen Raum Mehrwert schaffen, wo man vielleicht ein bisschen auch verbunden ist. Ja, also ich glaube, so wie mir wird es jedem gehen. Erstmal ist das unglaublich technisch, was man alles sieht, so seinen Ledger einrichten und NFT und alles auf Englisch. Und ja, also das ist wirklich Rabbit Hole, hat der Maxim gesagt. Also man taucht wirklich ganz tief ein in diese Technologie. Und also den größten Wert, den ich sehe, ist diese persönliche Weiterbildung. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich total, also das hat mich unglaublich weitergebracht. So in meiner persönlichen Entwicklung. Mhm. Die Überschrift sind aus meiner Sicht digitale Eigentumsrechte. Mhm. Wir werden immer digitaler, wir verbringen immer mehr Zeit vor Computer, am Handy, gucken da drauf, weiß ich nicht. Also diese Zeiten steigen massiv und nehmen wir mal eine Domain, da sprechen wir auch immer drüber, ist ja ein digitales Zugangseigentumsrecht. Also wenn ich jetzt eine Domain habe, dann hat das einen Wert. Wir erkennen aber den wahren Wert einer Domain mit, weiß nicht, vier Buchstaben oder einer Domain noch nicht. Und letztendlich ist das nichts anderes als NFTs, Eintrittskarten, Mitgliedsausweise, also die unterschiedlichsten Use Cases, sagt man, Anwendungsbereiche. Und ja, in einer immer digitaler werdenden Welt werden natürlich diese digitalen Eigentumsrechte auch immer wertvoller, ne? Eine coole Domain, an die man sich eine Eintrittskarte zu einer Community, ein cooles Projekt, Unterstützung von einem Nachhaltigkeitsprojekt, ein digitaler Raum und. Da gibt es halt ganz viele tolle Anwendungsfälle, wenn ich das noch sagen darf. Es gibt aus meiner Sicht da die Schwierigkeit, das
das aus diesem technischen Bereich jetzt halt in so einen Anwendungseinfachbereich halt zu überführen. Ich glaube, in dieser Phase ist der Markt gerade, dass es einfacher, schlanker wird, nicht so technisch, mehr Freude macht. Also mir hat das Einrichten meines Ledgers keine Freude gemacht, darf ich sagen. Ja. Wenn man immer das Gefühl hat, oh, gleich ist das Geld weg. Oder wenn ich was Falsches drücke, oh mein Gott, also teste das erstmal mit 5 Euro. Also vielleicht ging es auch anderen so. Deswegen fände ich es schön, Martin, weil das Projekt, was du jetzt mit deinem Sohn machst, also ein schöneres kann man eigentlich gar nicht als Beispiel heranziehen, wo es nicht darum geht, jetzt, sagen wir mal, unglaublich viel Geld einzusammeln, um davon, weiß ich was, zu kaufen oder am Strand zu leben, sondern um Erfahrung mit dieser neuen Technologie zu sammeln, damit echt was Sinnvolles zu gestalten. Und wir haben Anja Grundböck in der Runde und wir haben dich mit deinem tollen Projekt für deinen Sohn. Deswegen würde ich dir die Frage fast ein bisschen zurückgeben, Martin. Erzähl uns mal, was ein sinnvoller Use Case für dich. Ja, also ich bin ja auch schon jetzt mittlerweile über 2,5 Jahre in dem Space. Ich habe diese wilden Zeiten auch mitgemacht, wo man eben 4 in der Früh otherseits Grundstücke minten konnte und da extremes Gasvieh bezahlen konnte. Ich muss auch sagen, ich war damals sicherlich auch angetrieben von einer gewissen FOMO, ja. Irgendwo dabei zu sein und vielleicht natürlich auch Geld zu verdienen. Das war definitiv auch irgendwie so im Nachhinein gesehen ein Grund. Oder nicht ein Grund, es war interessant natürlich die neue Technologien kennenzulernen. Aber eben, man wollte halt irgendwo auch mit dabei sein. Und aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von all diesen Projekten, die irgendwie weit weg sind, ob es zum Board Ape ist oder wie immer oder an Otherside oder ob ich jetzt ein virtuelles Grundstück in Dubai oder am Mars habe, ja, ich kann mich damit immer weniger identifizieren. Ja, ich habe ein Bild vom Rainer Hosch und vom Dennis Schmelz, das gefällt mir sehr gut, ja. Aber ansonsten komme ich immer weiter weg eigentlich von diesen, Cool Cats und keine Ahnung was, weil ich da einfach keine Bindung dazu habe. Und ich habe ja schon lange überlegt, mein Sohn ist ja Motorradrennfahrer, welchen Use Case können wir da bauen, welchen Mehrwert können wir da bieten, Leute, Menschen, Fans an seinem Weg teilhaben zu lassen. Und da ist im Heuer jetzt einmal heuer eben die Umsetzung, oder bin ich in die Umsetzung gekommen, weil ich eben auch einige wunderbare Menschen kennenlernen durften, die mich da auch ein bisschen unterstützt haben. Danke, liebe Anja und lieber Maxim, auch an dieser Stelle noch einmal. Und wir nehmen einfach Menschen mit auf die Reise eines jungen Menschen, der ein Ziel, eine Vision hat, und möchten ihnen da wirklich einen Mehrwert schaffen, möchten sie da ganz nahe dran halten, also mit den Live-Übertragungen von den Rennern oder für die Holder gibt es jetzt schon das erste Geschenk von einer exklusiven Fankappe. Also wir versuchen da wirklich eben diesen Community-First-Gedanken wirklich zu leben und umzusetzen. Und das macht für mich einfach einen großen Mehrwert. Und ja, natürlich finanzieren wir dadurch auch eben auch die weitere Rennkarriere von meinem Sohn. Man ist eben auch Teil davon. Und wir wollen dieses Investment auch, was die Holder zu tätigen, eben wirklich auch in verschiedenen Werten, realen Werten auch zurückgeben. Da haben wir wirklich einige spannende Ideen auch uns ausgedacht, und wir arbeiten ja ständig weiter mit dem Maxim, der mir bei der Programmierung des Smart Contracts quasi unterstützt hat. Also da sehe ich einen reellen Wert und auch eine emotionale Bindung von den Holdern zu meinem Sohn. Also du bist ja irgendwie das beste Beispiel, lieber Christian. Ja, also ich weiß, das fällt immer schwer, über eigene Projekte halt mitzusprechen. Deswegen sage ich mal so als Käufer des NFTs, wie ich das als Kunde von dir jetzt, Martin, empfinde. Und
Also ich hatte überhaupt keine Ahnung von Motorradrennsport. Ja? Überhaupt keine. Ich habe aber mitgekriegt, dass du deinen Sohn zu Rennveranstaltungen fährst am Wochenende. Und dann habe ich angefangen, da mal zu gucken, ne, wo ist der Martin, auf welcher Strecke ist er gerade und wie sieht das aus. Und dann weiß jeder, der mal an so einer DTM oder Motorsportveranstaltung war, da ist immer eine gewisse Grenze für dich als Zuschauer. Da kommst du nicht rein, also kommst du hier in eine Boxengasse so ohne weiter, so musst ganz teure VIP-Tickets kaufen und. Ne? Ja, jetzt öffnest du ja praktisch für mich ein Türchen. Also du hast jetzt gesagt, ich nutze Blockchain-Technologie und unterstütze damit meinen Sohn in seinem Traum, ein MotoGP, glaube ich, ne? Rennfahrer zu werden. Also die erfolgreichste Motorrad-Rennserie, die es so gibt. Ihr seid da auf verschiedenen Rennstrecken unterwegs, aber immer im Nachwuchsbereich. Ne? Genau, ja. Und ja, also mich hat das gecatcht. Das ist jetzt ein schönes Beispiel für, das ist eine digitale Eintrittskarte, ist, ich kann für, ich sag jetzt mal, ich glaube 80 Euro, Gas ist wieder normal geworden, bin ich jetzt ein Holder. Ich habe die laufende Nummer 1. Also das ist schon mal, ich habe das gekauft, weil ich das irgendwie im nächsten Monat oder nächstes Jahr oder in 5 Jahren für weiß ich wie viel Geld verkaufen möchte. Sondern weil ich das extrem cool finde, der Use Case, den du damit schaffst. Und man geht nicht zu Banken und finanziert irgendwas oder zu Sponsoren und weiß, wie sie alle heißen im Motorradrennsport, ich kenne sie gar nicht, und fragt, willst du diesen jungen Ausnahmeathleten und dieses Talent fördern? Sondern du kannst selber eine Community aufbauen. Und die Community kann dich unterstützen und dafür nimmst du sie mit auf dieser Reise, sagen wir immer. Also ich war total geflasht. Dein Sohnemann hat hinterher aus dem Auto angerufen und mir erzählt, wie der Ausflug ins Kiesbett war. Ja, das ist ja nicht unbezahlbar. Im Endeffekt so dicht da dran zu sein, was zu hören, in den Chat zu gehen und so. Halt in diese Racing Lounge, die ihr da anbietet. Also erzähl gerne mal, wo du die Türe aufmachst, um, sag ich mal, die Inhaber dieses NFTs einfach auch für deinen Motorsport, Motorrad-Rennsport zu begeistern und für die Karriere deines Sohnes. Ne? Ja, also wir haben, oder kann der Maxim dann später auch etwas sagen, das auch so userfreundlich wie nur irgendwie möglich gemacht. Also man kann auch, wir haben da auch eine Kreditkartenimplementierung im Projekt einfließen lassen, aber dazu kann der Maxim noch etwas später sagen, weil es eben uns auch wichtig war, das den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Und ja, wir bieten halt verschiedene Möglichkeiten eben von exklusiven Räumen, zum Beispiel eben unsere Racing Lounge, wo wir da im virtuellen Raum eben Veranstaltungen exklusive abhalten, wo man eben auch Live-Videos sich dann ansehen kann als Holder, aber auch eben Interviews mit dem Niklas zum Beispiel auch machen werden. Und was wir jetzt noch gemerkt haben am Wochenende, um das noch einfacher zu machen, dass wir eine ganz simple, einfache WhatsApp-Holder-Gruppe erstellt haben, um dann noch einen Funken vielleicht näher dabei zu sein zu können, weil da kann ich eben ganz schnell ein Video auch hineinstellen vom Start, wo man dann wirklich live dabei ist. Also da versuchen wir eben unsere Holder quasi wirklich abzuholen und jetzt gar nicht so kompliziert über Discord oder sonstigen das etwas zu machen, sondern so einfach wie irgendwie möglich, und WhatsApp hat jeder. Ja, da wirklich Teil davon zu sein zu können, ja. Ja, also das ist doch ein super Use Case. Ne? Also, ich kenne das so, halt Trikotsätze für Jugendfußballmannschaften und. Bei zunehmender Digitalisierung wird sich auch das ein bisschen verändern und hier hat man eine größere Reichweite, ja, also ich kann viel mehr Sponsoren ansprechen als jetzt nur die Verwandtschaft Omas, Opas, die um den Fußballplatz herumstehen. Ja, wenn wir über sinnvolle Use Cases sprechen und es gar nicht zu technisch machen mit Eigentumsrechten und Einzigartigkeit und Wertschöpfung,
dann kann man wirklich Jugendsport unterstützen, Motorradrennsport, Nachwuchstalente. Und das kann auch jemand aus Asien machen, weil er das interessant findet, indem er halt digitale Mitgliedschaft halt nur kauft. Eine exklusiv der 111, glaube ich, ne? Sind es aus der ersten Tranche. Und ich weiß ja von deinem Sohn, dass er da auch zwischen den oder in den Rennpausen drauf guckt und sagt, nice. Wie läuft das denn? Ist da einer mit dabei und sich halt auch freut? Und das ist neben der ganzen Technik und Innovation halt, es sind ja Menschen, das darf man immer dabei nicht vergessen. Metaverse hört sich für manche immer so erschreckend an. Aber ja, wir treffen uns da am Renntag und es ist halt so ein Treffen nicht immer möglich, dass ich jetzt zum Sachsenring oder zum, weiß ich, wie sie alle heißen, jetzt wo ihr am Wochenende wart, kann mich ja da reinklinken, ja, ob das morgens um 8 oder nachmittags um 17 Uhr ist. Genau. Und dann kann ich live hören, wie das Rennen für deinen Sohnemann war und wie es da vor Ort ist. Das ist ja, ist gigantisch. Genau. Es ist ja auch das, wie ist es vor Ort, ja, weil am Wochenende durften wir mit der Motorrad-Weltmeisterschaft gemeinsam an dem Start sein und da haben wir eben auch ein bisschen so gezeigt, wie schaut es in so einem professionellen Fahrerlager aus. Es ist gleichzusetzen wie die Formel 1, ja, wenn dort die Superstars halt herumlaufen und wie schaut sowas aus, wo essen die, wie schauen die Trucks aus, oder wirklich ganz nah von der Rennstrecke eben das zu sehen. Das ist, ich habe es eben von einigen gehört, dass es wirklich mal ganz etwas anderes war. Und eine Frage an den Maxim zur Einfachheit. Wie siehst du, oder was braucht es vielleicht noch mehr, um NFT-Web3-Projekte noch userfreundlicher zu machen? Also wir haben ja, oder ich habe ja dank dir quasi eben auch diese Kreditkartenimplementierung auch gemacht. Was siehst du da noch, was es vielleicht noch braucht, noch einfacher, dass es noch einfacher wird für Ja, das ist eine gute Frage. Web3 ist aktuell einfach noch ein bisschen, ja, technisch gesehen schwierig zu handeln, wie Christian ja auch schon gesagt hat mit seinem Ledger, die Experience. Ich finde, dass wir das bei deinem Projekt jetzt eben schon ziemlich gut gelöst haben oder anwenderfreundlich gelöst haben für Leute, die sich eben noch nicht so auskennen, eben mit dieser Kreditkarteneinbindung. Es funktioniert wirklich super gut, wie Christian ja auch schon gesagt hat, dass die Experience relativ gut war. Und auch das normale Minten jetzt mit ETH ist über MetaMask auch nicht mehr so das Hexenwerk. Man kann direkt bei MetaMask seine Wallet aufladen, die Wallet anlegen. Ist auch nicht mehr so kompliziert, wie es schon mal gewesen ist. Ich habe es ja auch noch von damals mitbekommen. Da war diese ganze Infrastruktur mit OpenSea, mit Moneyfold, das gab es da eben alles noch nicht. Und vor allem nicht mit einer Kreditkarte sich ein NFT zu kaufen. Das war ja nicht denkbar. Aber ich denke, da kommt auf jeden Fall noch was. Es hat sich schon ziemlich viel geändert in den letzten paar Jahren. Genau. Ich denke, da wird noch was kommen. Wobei wir mittlerweile schon relativ weit sind, würde ich sagen, dass auch eben so normale Verbraucher das nutzen können und sich eben auch an den Vorteilen dann eben auch erfreuen können. Genau, also das war schon auch erstaunlich für mich, auch jetzt da eben, wie gesagt, ich habe eben die Abkürzung genommen über dich, um mich da nicht tagelang einlesen zu müssen. Und ja, also das ist schon, also ich glaube auch, dass die Anwender oder die Umsetzung auch immer freundlicher wird, ein so ein Projekt aufzusetzen. Auf der anderen Seite, es ist leider immer noch technisch. Ob es jemals so klick, klick, klick fertig wird, weiß ich nicht. Könnte natürlich sein, wäre schön. Aber ja, es ist einfach ein technisches Thema. Und absolut, deswegen wird vielleicht dieses Background-Programmieren immer noch da bleiben.
Naja, auf alle Fälle. Also das glaube ich auch, dass das für große Projekte oder zum Beispiel eben wie bei New Bulgarian von der Anja Grundbeck, das ist ja noch viel, viel komplexer auch aufgebaut und Klar, da kann man sich ja spielen. genau, also das ist dann auch quasi ein bisschen für uns geplant, für die nächsten Drop, das ein bisschen zu interessant auch oder ein bisschen anders zu machen. Wie gesagt, das war immer mal der Start und ich muss ganz ehrlich sagen, war ganz gleich, Alexander, ich lasse dich gleich hinauf, war auch für mich sehr lehrreich, das jetzt wirklich mal umgesetzt zu haben, weil es doch mal eine andere Weise auf die ganze Thematik ist. Und von dem her, ja, sehe ich jetzt vieles aus einem anderen Blickwinkel. Ich würde vielleicht noch ganz kurz was zu den Use Cases sagen, weil das ist ja eigentlich auch das Thema. Genau, ja, sehr gerne, ja. Ich komme da auch aus dem Gaming-Aspekt so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht FIFA oder Counter-Strike gespielt habt oder spielt. Ich kenne das nur von meinem Sohn. Und also bei FIFA ist halt so, man kauft sich so Packs, in denen Karten drin sind, und die Karten sind dann praktisch die Spieler. Und es kommt jedes Jahr ein neues Spiel raus. Und die Karten, die man letztes Jahr gekauft hat, sind dann praktisch weg. Also man kann die nicht ins neue Spiel mitnehmen. Und da sehe ich zum Beispiel auch eben ja, diesen Nutzen von NFTs einfach, diesen Use Case, dass man da eben transferierbare Gegenstände in diesem Spiel besitzt. Und das nicht einfach nur, ich gebe Geld an die Firma und es ist weg. So, dass man sich da eben auch noch einen, ja, sich persönlich eben was aufbauen kann in diesem Spiel, indem man den Gegenstand benutzt, irgendwie auflevelt oder so, aber das dann eben in diesem NFT gespeichert bleibt und das dadurch vielleicht an Wert zulegt. Genau, Also ja, da sehe ich das ist auch ja noch einen ziemlich großen Use Case. genau, die Spieleindustrie, ich Genau. habe heuer einen NFT-Gaming-Entwickler aus Deutschland bei mir im Interview, der sagt natürlich, okay, die wollen das natürlich nicht, ja, Ja, klar. aber weil die vielleicht noch nicht so diesen großen Vorteil erkennen und aber ja, aus Holder-Sicht oder aus Spielersicht ist das natürlich total interessant. Ja. Lieber Alexander, schön, dass du da bist, schönen Mittag. Auch in deiner Frage. Hallo, meine Lieben. Ja, wir kennen ja uns schon ja ein paar Tage. Ja, zu Maxim. Ja, ich bin ja auch schon lange in der Branche dabei, viele ja, Tätigkeit schon miterlebt und Entwicklungsprozesse mitgemacht. Und an Maxim, so eine Frage. Wo steckt ja das Schwierigste jetzt, dass man ja und diese Verknüpfung, diese Brücke, Protokoll zwischen den Blockchains beziehungsweise Marketplace ja entstehen? Weil sagen wir mal, wir haben ja eigene Blockchain und wir haben eigene Tokenomik. Und jetzt hast du mir dargestellt, dass das wirklich noch eine Schwierigkeit zwischen den Metaversen die NFTs zu transferieren. Wo steckt jetzt das größte Aufwendigkeit? Das ist mir jetzt eine neue Frage gekommen. Ich weiß, dass das in der Arbeit ist. Denn unsere Blockchain ist kompatibel zu anderen. Aber zum Beispiel OpenSea, ich habe Kunden, wir dort NFTs gelassen haben. Und können die nicht raus. Die können nicht auf unsere jetzt verkaufen, weil wir haben ja schon Verkauf. Wir entsteht ja schon, weil wir eigene Tokenomik haben. Sag bitte jetzt, welche richtige Aufwendigkeit zwischen entstehen. Ja, also man braucht einfach noch ein bisschen mehr Infrastruktur außenrum, um dieses ganze Blockchain-Ding rum und auch um dieses NFT-Ding rum. Ich meine, zum Beispiel vor OpenSea war das, ja, war das super schwierig, NFTs überhaupt zu verschicken und überhaupt einen Käufer zu finden. Dadurch ist ja erstmal dieser ganze Markt überhaupt entstanden oder konnte überhaupt entstehen. Davor haben sich Leute in eine Excel-Tabelle eingetragen und gesagt, für wie viel sie es kaufen wollen, und da so eine kleine Auktion dann eben veranstaltet. Und dann musste praktisch der eine sein NFT zu dem einen schicken und der andere hat das ETH dann zu dem anderen geschickt.
Ja, das ist natürlich eine sehr unsichere Lösung. Aber genau, und auch dieses ganze Wallet-Thema mit seiner Seed-Phrase, dass man die nicht verlieren darf, das ist einfach ja nicht sehr benutzerfreundlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, natürlich, das ist auch der Sinn von Blockchain, dass man sich selber um seine Sachen kümmern muss, dass man eben seine eigene Bank ist und nicht mal anrufen kann und sagt, hey Apple, ich habe mein Passwort vergessen, könnt ihr mir ein neues schicken? Da ist halt dann die Frage, wo man hier ja, die Grenze zwischen Gemütlichkeit und eben dieses ganze Dezentralität und Sicherheit sehen will. Ja, das ist auch immer wieder die Frage, wie viel Dezentralität vertragen die Menschen? Genau. Ist ja ein spannendes Thema. Genau. Ja, super cool. Ja, wir sind schon etwas fortgeschritten in der Zeit auch. Ich möchte euch auch nicht zu lange von eurer Mittagspause fernhalten. Ja, für mich war es ein kurzer, schöner Ausflug quasi. Danke auch für eure Zeit, für eure wertvolle Zeit. Das Abschlusswort gehört immer meinen lieben Gästen. Ich möchte nur zwei Ankündigungen machen. Und zwar die eine ist für morgen Mittwoch von 12:30 Uhr bis 13 Uhr in die MetaLounge.io zu kommen. Dort werden wir ein Kickoff-Event veranstalten, wo wir zu unserer Web3-Community einladen werden, die seit gestern Abend online ist. Da haben wir auch die Gründer, die Founder von Perify, die dieses Tool entwickelt haben, am Start. Sie werden uns da eine exklusive Einführung geben, also von morgen von 12:30 Uhr bis 13 Uhr. Ein ganz interessantes Community-Tool, das meines Erachtens viel, viel sicherer, viel safer ist als wie Discord. Viele tolle, interessante Möglichkeiten einfach von Token Gated auch beinhaltet. Und dazu möchte ich euch morgen gerne einladen, wie gesagt, um 12:30 Uhr in die Meta-Lounge zu kommen, den virtuellen Raum zu betreten, da einzutauchen und sich ja, da auch einmal auszuprobieren. Das war es von meiner Seite. Wie gesagt, das Abschlusswort gehört immer meinen lieben Gästen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag noch und übergebe das Wort an den Maxim und dann an den lieben Christian. Liebe Anja, danke auch für deine Zeit und ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Genau, Dankeschön. Schönen sonnigen Tag. Ciao. Ja, vielen Dank. Freue mich auf alles, was noch kommt. Cool. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao, Servus.